Arbeit, Alulöffel, Plock Time. Nicht Plock, Vlog. Ich bin mal wieder on Tour, das heißt für alle, die sich für mich interessieren und sagen, ja, interessiert mich, was der gerade wieder so treibt, dranbleiben. Für alle, die sagen, interessiert mich gar nicht der Typ, dann dranbleiben. So, bin jetzt mal zu Gast, zu Besuch bei jemandem, dem will ich was rumbringen, mit dem ich zusammenarbeite, kennt vielleicht auch ein paar, wird auch beim World End dabei sein. Und da bin ich jetzt mal kurz und will dir mal ein bisschen was zeigen von dem, weil der nämlich auch ganz coolen Shit macht. Das ist so ein bisschen mehr Oldtimer-Richtung. Und danach geht's noch zu einem anderen Ausflug, nämlich weiter nach Hildesheim. Aber ich sage jetzt gar nicht so viel. Hildesheim wird auf jeden Fall interessant. Es wird einiges Cooles in dem Video vorkommen, denke ich, was wir da zu sehen bekommen. Und ich werde mir einiges vor die Linse hier, vor die Kamera hauen, um dir ein bisschen was Cooles zu zeigen. Also, wenn du Bock hast, bleibst du dran, kommen ein paar interessante Themen. So, wir sind angekommen in der Oldtimer Scheune. Man mag es kaum glauben. Ich war ungefähr 2 Jahre nicht hier. Ich bin mal gespannt, was sich hier getan hat. Jetzt wird erstmal stockdunkel. Ah, jetzt können wir was zeigen. Komm, stell dich mal vor, ich mache einen YouTube-Vlog. Hä? Ja, bist du jetzt ich auf meinem Kanal? Der hat da wieder keinen Bock. Doch, ich mache Vlog. Der Julian, der Julian, sage ich immer zu. Ich heiße doch gar nicht Julian. Ja, deswegen ja. Er heißt Julius, Oldtimer Schmiede. Der macht nur so einen alten Scheune. Wo steht's denn? Hier. Erik, du machst mich schwach. Ach komm. Jules Oldtimer Garage. Jetzt merkt sich's wenigstens jeder. Verstehst du? Jules, ich melde dich. Der macht nur hier so einen Müll und der hilft mir mal bei so einem kleinen Auftrag. Den holen wir jetzt erstmal rein. Sind nicht alle so vor der Kamera. Gehen wir einkaufen. Wir gehen einkaufen. Wir machen nämlich wieder eine Auflage unterzustreben. Und der junge Mann hilft mir. Wie sagt man denn? Flansche. Anschluss. Wie nennst du das vorne? Blattrücken und Löcher bohren. Blattrücken und Löcher bohren. Das zeigst du mir jetzt aber schön in deinen schönen Maschinen. Hätte ich gewusst, dass du sowas machst hier, hätte ich mir ja doch mal was Schönes angezogen. Dann wäre es ja aber so vorbereitet. Hätte ich mir ein Alulöffel-T-Shirt angezogen. Nee, dann wärst du vorbereitet. Genauso soll es ja sein. Wir sind hier keine Schauspieler. So, dann schieben wir mal schön das Wägelchen hin und gucken uns mal die Maschinen an. Und dann sehen wir mal, wie er das hier immer macht. Wir haben ja die Möglichkeit, bei uns das auch so ein bisschen zu machen, das Blatt zu drücken und die Löcher zu bohren. Aber er hat halt einfach die Maschine, wenn wir hier eine ganze Kiste voll haben. Haben jetzt unterschiedliche drinne, einmal Edelstahl, Aluminium und auch Stahl. Für alle Geschmäcker, alles vorhanden. Und der junge Mann dreht uns auch immer die Gewinde auf die Schwalbezylinder für unsere Kunden. Das fand ich auch hier. Also auch eine ganz klare Ansage hier. Wer plündert, wird erschossen. Also du siehst schon, worauf es hier hinausläuft. Ganz schön Oldtimer-lastig. Aber es geht für mich ja hier so komplett weiter. Bis die nächsten 2 Tage, deswegen habe ich gedacht, guter Einstieg. Aber ich glaube, das ist nicht Nostalgie, das ist noch so, das habe ich auch noch. Das steht mir auch noch bevor, dass wir das mal so Stück für Stück jetzt anpassen müssen. So, das erinnert mich so ein bisschen an meine. Ja. Genau. Er hat gerade von Arbeitsschutz gehabt. Mich erinnert so ein bisschen an meine Ferienarbeit von früher, sehr monoton und dasselbe machen. Warte, wie viel Bomben ist der Kollege hier? 100, mach die. Das reicht auf jeden Fall. Hallo, weiter im Wald. Haben wir nämlich eine schöne Vorrichtung. So was haben wir ja auch im Handbetrieb mit Hydraulik Scharnier in der Werkstatt. Da ist der Burner. Das müssen wir natürlich auf beiden Seiten machen, Loch bohren, auslecken fertig. Das Loch stanzen wir aber, das brauchen wir nicht. Ja, Stanz, ja. Deswegen bin ich ja hier. Was müssen wir denn jetzt hier wieder treiben? Wir müssen jetzt da eine neue Form bauen. Weil du mir nicht gesagt hast, was ich meine mitbringen soll. Weil du nicht zugehört hast, wie immer. Ah, der hat eine Bohrmaschine, die bohrt sogar. Oh, Elite. Oh, das ist aber ein neues Mojagramm. Das ist ein neues Mojagramm. Ich hätte eher eine Kerze dort erwartet. Jetzt sehe ich wieder nichts mehr, weil ich wieder reingeguckt habe. So, wir gucken mal so über seinen Tisch und da haben sich schon einige schön verewigt. Ich verstehe nicht mal, was soll das sein? Sieht aus wie Bleigießen. Bleigießen auf dem Rahmen. Einfach nur drauf gehört. Ja, das ist schon übel. Ja, mit Stanzen sind wir jetzt fast fertig. Ja, nicht mit Stanzen, mit Flachmann. Jetzt gibt's noch das Gewinde auf dem Zylinder.
Der Julius kann jetzt noch sagen, dass es nicht fertig wird. Es wird nicht fertig. Weil wieder Schrauben fehlen. Aber er hat schon angefangen und ich weiß ja, dass es gut funktioniert, weil er hat mir ja schon ein paar gemacht. Aber wir müssen es da lassen, weil wir müssen weiter. Zum nächsten Ausflugsort. Die habe ich aber noch durchgezogen. Er muss nur stanzen. Ich finde, das habe ich gut gemacht. Oder? Sehr gut. Schweißfan, endlich ist es soweit. Unser Online-Kurs ist fertig. Sei gegrüßt und herzlich willkommen. Im Aluguss-Bereich gab es bis heute keine Möglichkeit, das irgendwo zu erlernen. Jetzt ist es aber möglich bei uns im Online-Kurs. Wie ich es eben gezeigt habe, bleibt die Kalotte auch schön stabil und klein. Aber auch Aluminiumschweißen. Die Steps von Anfang bis Ende haben wir in einem Online-Kurs in mehreren Modulen zusammengefasst. Bestimme du, wo und wann und in welchem Tempo du das Aluminiumschweißen erlernen möchtest. Der Johnny und ich sind angekommen in Hildesheim am Flughafen. Da ist sogar der Tower da hinten. Also ein Riesengelände. Sandro ist auch dabei. Der hat heute schon ein paar Rennwagen gesehen. Die werde ich euch dann, also für mich morgen, könnte ich jetzt gleich dann irgendwann zeigen. Was ist ein bisschen was mit dem Riss? Ja, die zeigen wir morgen. Also ganz schön zugemüht, aber so ähnlich sieht es bei mir aus, aber nicht so bunt halt. Gell? Das ist halt sein Vorteil bei von Pulverbeschichtung. Hier sieht es halt bunt aus. Er hat auf jeden Fall ein cooles Motorrad zusammengebastelt, aber da gibt es für mich morgen, für dich nachher mehr Details. So, die Sonne ist shining. Wir haben alles soweit aufgebaut. Sandro hat auch Spezial mit. Da gehen wir nachher mal drauf ein, was er hier schönes gepulvert hat. Er gönnt sich jetzt erstmal ein bisschen Cornflakes und ich habe natürlich mein Zwei-Setup aufgebaut. Johnny ist wie gesagt dabei und ich habe alles mit. Instagrid Power, damit ich mit Strom versorgt bin, ist ja sau wichtig. Auch an der frischen Luft müssen wir dran denken. Die Instagrid hat auch einen neuen Sticker bekommen. Und Air Liquide versorgt uns hier mit Gas. Und wir haben die Pro Weldinger dabei und die Chessic. Und einen coolen Tisch vom Dirk, alias mein Lieblingssatz, der Metalist. Also wir sind relativ klein heute ausgestattet. Es geht nur um Thema Schweißen auf der Technorama 2023. Wetter spielt auf jeden Fall gut mit heute. Ich werde ein paar Eindrücke zeigen, es sind schon ein paar einige coole Autos da. Sieht man natürlich jetzt wahrscheinlich mit der Aufnahme nicht da hinten. Die Aufnahme ist zu klein, aber gehe ich nachher mal ein bisschen rum. Muss ich nur die Erlaubnis kriegen von Sandro, dass er mal auf meinen Stand aufpasst. Also, es hat sich was getan. Der Bereich hier füllt sich mit Fahrzeugen. Und ich werde gleich mal mit dem Sandro seinem Roller losziehen. Ein bisschen besser kundschaften. Ja, und dann wollen wir jetzt mal auf das Fahrzeug eingehen, was der Sandro hier gerade dabei ist aufzubauen. Nämlich eine Supermoto Sherco von Konopka. Sherco Motorsport. Also hier hat er auf jeden Fall sich mal komplett verewigt und wollte einfach mal zeigen, was alles so machbar ist mit Pulverbeschichtung und was kann man alles pulverbeschichten. Der eine würde sagen, gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ein bisschen viel. Der andere sieht sich aber da drin und sagt, okay, genau das habe ich mir vorgestellt, wie zum Beispiel die Lenkerarmaturen, geht das? Also das heißt, dieses Fahrzeug ist natürlich auch ein Anschauungsmodell, aber der Sandro möchte natürlich auch selber privat fahren. Aber hier kann er mal zeigen, was alles möglich ist. Gabelfaust, Felgen zweifarbig, mit Logo drin in der Felge. Das sind halt schon so ein paar Highlights, die absolut sind. Oder hier auch, das ist in der eingepulvert sozusagen mit Aufklebern. Genauso wie hier hinten die Felge. Also das finde ich schon krass und als Highlight, das sieht schon cool aus. Bin mal gespannt, wenn das Teil fertig ist. Er hat es leider noch nicht geschafft, für heute komplett fertig zu haben. Der Motor ist jetzt gerade noch. Motor ist auch pulverbeschichtet, einiges. Und da sind wir mal gespannt, wie das zum Schluss alles aussieht. Werde ich dann auf jeden Fall nochmal zeigen. Also, ja, man sieht, es ist einiges machbar. Jetzt sind wir natürlich wieder hier in einem Bereich, was ich natürlich wieder extrem krass und sehr, sehr interessant finde. Sternmotoren, 12 Zylinder, sehr oldschool. So, weil das ja eine Thematik ist, die mich extrem interessiert mit den Flugzeugen, habe ich jetzt gerade mal geklärt, dass man hier sogar Rundflüge machen kann. Und der Doppeldecker da hinten wird es werden. Muss ich jetzt quasi nur einen Termin ausmachen und dann mal außerhalb von der Veranstaltung hierher kommen. Also das ist natürlich was ich mir nicht entgehen lassen möchte. Es sind auch ein paar ordentliche Töpfe am Start. Ich weiß, so einen Teil haben wir auch schon mal repariert oder geschweißt. Guten Morgen, Sandro. Tag 2 heute in Hildesheim. Haben wir wenig Schlaf gehabt die Nacht? Nein. Aber wir haben einen sehr schönen Abend in Hannover verbracht. Ja. Schönes Abendbrot. Ja. Schöne Flamme im Hintergrund. Also Tag 2. Es geht jetzt so langsam los. Es füllt sich langsam. Es kommen einige Autos dazu. Gestern war schon sehr entspannt. Es ist jetzt nichts, was wir euch halt ständig immer zu wiederholen und zeigen können. Aber
Ich werde nachher nochmal mit dem Roller losziehen. Gibt's nochmal zwei Aufnahmen und wir nehmen jetzt erstmal Platz in unseren Stühlen. Gut, dass wir sie mitgenommen haben. Und gucken, dass wir uns heute mal nicht verbrennen, weil gestern schön Wind, schön Sonne. Und dann gab es natürlich gleich wieder Sonnenbrännchen und Heuleritis. Ging mir gestern Abend gleich ein bisschen Schwamm drüber. Ja, mal gucken, wie der Sonntag heute wird. Er geht auf jeden Fall ruhiger los. Geht ja nur bis 16 Uhr. Und dann haben wir ja noch 3 Stunden wieder Heimfahrt, ausladen. Und dann geht es morgen wieder in den normalen Montag, normale Woche. Gut. Wir machen noch ein paar Sequenzen. Also, ich verabschiede mich aus diesem Vlog von Hildesheim. Wir haben mal wieder ein paar kleine Eindrücke gezeigt. Nächster Vlog, ich weiß noch nicht genau, spätestens wird es das Weltend. Auf jeden Fall hier nochmal die Einladung, 17.06. Kommt da auf jeden Fall vorbei. Wird ein cooles Event, wird spaßig. Der junge Mann ist auch mit dabei und alle anderen, die ich schon angeteasert habe, auch. Tickets gibt es noch unten in der Beschreibung. Also auf jeden Fall dieses Datum hier. Abspeichern. Also, macht euch einen schönen Abend, lasst euch gut gehen. Wir sehen uns zum nächsten Video. Euer Alulöffel. Bis bald.